Brennpunkt Kino. Online in eine andere Welt. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe. Ich muss gestehen, ich bin ein großer Fan der Manga-Reihe One Piece. Also ich lese nicht nur die Mangas aus dem Kazen Verlag von Eiichiro Oda, sondern ja, sammle auch Figuren, wenn man so ein bisschen im Hintergrund das sieht, und spiele sehr gerne die Spiele, also sei es nun Pirate Warriors 3 auf der PlayStation 4, Unlimited World R oder Red für die PlayStation 3, One Piece Roman Dawn, ich habe auch noch das für die PlayStation 1, das erste Grand Battle. All diese One Piece Spiele irgendwie faszinieren mich. Und als ich im Play Store meines Tablets nachschaute, fand ich das One Piece Spiel Treasure Cruise. Und das wollte ich euch einfach mal vorstellen. So, ich habe jetzt mal gerade den Ladeknopf gedrückt. Ich hoffe, das ist auch dann gleich zu sehen. So, komm. Es lädt natürlich und das braucht seine Zeit. Ich habe ja jetzt schon eine ganze Zeit wirklich gespielt. Ich finde das sehr interessant und deswegen möchte ich das euch einfach gerne mal vorstellen. Gerade ist jetzt Version 4 erschienen. Also da wurden den Charakteren noch weitere Kräfte gegeben, sodass man noch stärker kämpfen kann. Aber das würde ich im Einzelnen beim Spielen euch ein bisschen mehr vorstellen. Und jetzt drücke ich drauf. Da seht ihr, hier ist der Startscreen. Mit, schön mit den japanischen Stimmen so ein bisschen, die natürlich die besten Sprüche immer nur vom Stapel lassen. Da ist natürlich, oder das Spiel ist leider nicht in Deutsch. Es ist Englisch und die ganzen Namen der Charaktere haben sich nach der englischen Übersetzung ausgerichtet. Dadurch unterscheiden sich natürlich einige Namen, wie zum Beispiel relativ früh trifft man ja Captain Black, wenn man Lysops Dorf retten möchte. Oder er heißt Captain Black im Deutschen. Hier heißt er Captain Kuro. Oder Ruffy wird, so wie es eigentlich im Japanischen mehr ausgesprochen wird, Luffy genannt. Aber das soll uns nicht abhalten. Das Spiel macht wirklich Spaß und ich werde euch einfach mal einen tollen, oder ich versuche euch einen tollen Rundumblick zu bieten. Also drücken wir Start. So, da bin ich jetzt auf dem Startscreen von Treasure Cruise, beziehungsweise jetzt nach dem Startscreen. Als erstes gibt es immer so eine kleine Information. Hier jetzt ist, dass es irgendwie was technische Schwierigkeiten gab. Das ist dann okay. Wenn es Schwierigkeiten gibt, wird euch auch immer so ein Rainbow Gem, also eine bunte Teufelsfrucht oder eine Regenbogenteufelsfrucht angeboten. Das ist so eine Hauptwährung, mit der man auch unter anderem dann Charaktere kaufen kann. So, die zweite Information, die immer erscheint, ist, was so an Events ansteht. Das ist natürlich auch immer sehr praktisch, weil dadurch kann man entweder neue Fähigkeiten erlernen, man kann Charaktere freischalten oder irgendwelche Extras sind möglich. So, wir haben jetzt hier dieses Prison Break, das die Barock-Agenten müssen bekämpft werden. Dann gibt es ein neues Ranking. Gut, okay, das wird sich zeigen. Das wird am 16., also ab heute ist der 16. oder gestern war der freigeschaltet. Das ist auch mit Zeiten angegeben. Das kann ein bisschen variieren, da es eben halt international sich ausrichtet. Und wenn wir in Deutschland sind, natürlich sich die Zeiten, auch wenn sie hier jetzt so exakt stehen, doch schon ein bisschen variieren. Ja, dann gibt es so gerade eine Aktion, dass man Rare Recruit, also Charaktere, die ein bisschen höheres Ranking haben, also nicht gerade normale Soldaten, also von der Marine oder Räuber sind, eben halt richtige bekannte Charaktere, die auch mehr Kampfkraft haben, hat man jetzt so eine Art Glückszeit, dass man Charakter mit einer starken, ja, mit Stärke, Strong, eben halt kaufen kann. So, da was weiter ist, man hier gab es zum Beispiel gibt's so einen Clash gegen Vizeadmiral Garp. Und man kann Training all the way down, das ist auch nicht schlecht. Damit kann man dann auch Gegenstände kaufen oder beziehungsweise gewinnen, mit denen man seine Charaktere hochlevelt. So, auch mal okay. So, ihr seht, ich bin jetzt hier am Twin Cape. Ich bin zwar schon eine Station weiter, aber ich gehe jetzt mal ganz nach vorne. So, da beginnt die Reise, wenn ihr das Spiel startet. Im Windmühlendorf von Ruffy. Das ist jetzt natürlich von mir durchgespielt. Dadurch sind da einige Sachen freigeschaltet. Ihr seht, ich habe meine Crew unten stehen. Das sind die fünf Charaktere. Man kann maximal selbst fünf Charaktere
oder einen, seine Crew aus 5 Charakteren zusammenstellen, mit denen man kämpft. Ich habe jetzt Zoro, ich habe Lysop, ich habe Ruffy, ich habe Nushiko und ich habe mir Nami ausgewählt. Jeder Charakter hat verschiedene Stärken, mit denen man natürlich auch gut kämpfen kann. Aber dazu später. So, ganz kurz der Startaufbau. Ihr seht oben, das sind die Experience Points. Wenn die voll sind, wird mein Piratenlevel erhöht. Ich bin jetzt bei Level 57. Ihr seht, ich habe schon sehr viel gespielt. Daneben ist mein Stamina. Stamina habe ich 48 bzw. 39 derzeit, weil ich habe heute schon ein bisschen gespielt. Das sind Punkte, die man braucht, um die Level zu spielen. Jedes Level, was man spielt, erfordert eine gewisse Anzahl. Und es gibt auch durchaus Bonus-Stages, die mindestens 50 Stamina-Punkte benötigen. Das heißt nochmal, ich kann die noch gar nicht spielen. Soweit bin ich selbst noch nicht. Da oben 3 Rainbow Gems habe ich, also Regenbogen-Teufelskräfte. Und ich habe mich Straw Hat Pirates genannt. Ich habe den allgemeinen Namen behalten, aber ich kann den auch ändern oder auch selbst eingeben. Ich habe über 956.000 Berry oder Billy, wie das jetzt hier auf Englisch heißt. Also sehr viel Geld, weil auch jedes Aufleveln kostet zusätzlich Geld. Da beginnt die Reise im Village. Ich klicke da einmal drauf. Dann seht ihr, kommt ein zweiter Screen. Da gibt es jetzt hier unten die Stages, mit denen man spielen kann. Man kann sich scrollen. Es gibt in diesem Level 3. Da könnt ihr ganz genau sehen, unten Stamina Points. 3 Stück werden benötigt, um dieses Level zu spielen oder dieses Kapitel. 3 Kämpfe, der Battle 3, zeigt eben halt, dass man 3 Kampfrunden hat. Und ja, ich habe es geschafft, deswegen steht da Clear. Wenn man es einmal durchgespielt hat, das ist bisher aber auch nur bei den ersten 3 Stationen der Fall, gibt es dieses Missionszeichen oder Missionsaufruf. Da kann man dann kann man Bonus erwirtschaften, indem man gewisse Regeln folgt beim Kampf. Also hier Yellow Maskott, da muss ich einen Sea Pony im Kapitel Showdown Higuma, hoffentlich habe ich es richtig ausgesprochen, eben halt bekommen. Und dafür bekomme ich dann ein Seepferdchen. Also, und ich habe es geschafft irgendwann. Also, das ist gar nicht so schlecht, wenn man es einmal gemacht hat. Das hilft auch, weil man da zum, ja nicht nur eben halt Rainbow Gems bekommt, sondern eben halt auch Schildkröten zum Beispiel, die unterschiedliche Punktzahl haben und sehr wichtig sind, um meine Charaktere hochzuleveln. Aber da zum Hochleveln komme ich später nochmal. So, das ist die Missionslist. Wie ihr seht, das ist jetzt das Dorf. Die Geschichte wird chronologisch, so wie man sie kennt, nach dem Manga oder beziehungsweise nach dem Anime erzählt. Ich gehe jetzt einfach noch mal ganz kurz zurück. Und zwar auf, wo war das noch? Crew. Und da, das spielt jetzt auch keine große Rolle. Hier hat man seine Charaktersache. Aber hier habe ich das Voyage Log. Und da kann ich euch dann mal zeigen. Eben, gut, okay. Okay, hier sieht man, dass man natürlich seine Charakterlogs hat. Hier kann man dann aufklicken und dann sieht man, diesen Charakteren bin ich begegnet. Man kann dann sich auch einen Überblick verschaffen, teilweise hat man sie auch erspielt. Jeder Charakter hat unterschiedliche Fähigkeiten. Hier sieht man, welches Level diese Figur jetzt gerade hat. Ich habe sie jetzt nicht in meinem Fundus, aber die gibt es. Das heißt, die wäre jetzt bei Level 1, maximal bis Level 5. Eben halt zu hoch zu powern, die HP, also die Lebensenergie, dann Recovery, 8 Punkte, also die, was wiederherstellt sich pro Runde, Attack Points und auch die Verteidigungspunkte sind dabei. Sie ist 3 Sterne oder 2 Sterne Rarität und sie hat einen Special Move, ist bei Level 1 alle 3 Züge. Und dann gibt es noch unten eine weitere Information, dass der Charakter 3-mal die Attack Points oder 3-mal eben halt das Dreifache auf, ja, vom Gegner abzieht. Hier oben sieht man eine kleine Faust und er ist ein Fighter. Jeder Charakter ist, ja, von einer unterschiedlichen Kategorie. Also es gibt direkte Angriffskräfte, Verteidiger oder auch Heiler. Wenn ich auf Story gedrückt halte, dann wird so ein ganz klein wenig von Klein Ruffy die Geschichte erzählt.
So, das kann man mit jedem Charakter machen. Es gibt, jetzt bin ich mal ganz ans Ende, es gibt frei zu spielen, auch natürlich jeder Nebencharakter, jeder weiter oder jedem Objekt, was man begegnet, ist drin. Es gibt 858 Sachen derzeit. So, aber hier gibt es auch das Storylog. Und hier fange ich jetzt mal an in dem ersten im Kapitel eben halt im Windmühlendorf, wie das Abenteuer beginnt. Und ich zeige euch einfach mal die erste Geschichte, wie sie animiert gezeigt wird. So, lädt. Ist in Englisch. Man muss immer wieder auf den Screen tippen. Ihr seht, aus dem Anime direkt entnommen, ein bisschen animiert. Ruffy möchte mit von Shanks mitgenommen werden. Und er möchte viele Schätze finden. Und das zieht sich dann so weiter. Dann kommt der Bergräuber. Und jeder, der die Geschichte kennt, weiß ja, was passieren wird. Ruffy legt sich mit ihm an und Shanks muss Hilfe eilen. So, einige der Charaktere sind so, wie sie als Charakter-Artworks direkt benutzt werden, zu sehen hier in diesen Animationen immer. Ich werde euch natürlich nicht jeden zeigen, ich habe euch jetzt mal den Anfang, zeige ich hier. Und dann werde ich mich später mit Ausgewählten beschäftigen. So, Ruffy hat sich natürlich mit den Figuren oder mit dem Bergräubern angelegt und dann müsste man sie jetzt als nächstes bekämpfen. Wie ihr seht, das sind die ganzen verschiedenen Geschichten, die zwischendurch dann erzählt werden. Hier gibt es sogar noch eine nicht erreichte Geschichte. Mal sehen, da ist wahrscheinlich irgendein Secret noch, was man später erspielt hat, was ich selbst noch nicht gefunden habe. Gleiche gibt bei das Hideout, also Versteck, wo man immer wieder was, hier ist ein Epilog und noch was Verstecktes. Also, ich habe irgendwas noch nicht erreicht, ich weiß noch nicht was. Da gibt es noch irgendeinen Geschichtsteil. So, ich gehe nochmal zurück zu Adventure. Kartenüberblick. Also, wir haben das Windmühlendorf. Dann geht Raffis Reise weiter zu Alvidas Hideout, also Alvidas Versteck. Dort ist ja die Geschichte, wie Ruffy in dem Fass bei der Piratin Alvida ankommt, auf Corby trifft und ja, gegen diese Piratin kämpft. Das sind auch drei Stages. Hier sieht man jetzt Stamina mal 0,5. Es ist auch immer manchmal solche Bonusmöglichkeiten auf den verschiedenen Standorten oder Leveln belegt. Da kann es sein, dass dann doppelt so viel Geld abgeworfen wird oder doppelt so viel die Chance, dass Gegner wertvolle Sachen oder Charakterkarten oder eben halt Cola-Dosen, um zum Beispiel Schiffe aufzubessern oder Extras eben halt fallen lassen. So, aber wir gehen jetzt erstmal einfach durch alle Stationen. Ihr seht, hier gab es auch Missionen. So, die nächste Station nach danach ist Shell's Town. Hier trifft man auf Captain Morgan und Helmeppo und natürlich auf Zorro, den Piratenjäger. Und wenn man dann dieses Level beendet hat, dann gesellt sich auch Zorro automatisch zu der eigenen Crew. Das heißt, man muss diesen Charakter nicht irgendwie erspielen, der ist automatisch dabei. Hat natürlich auch zusätzlich später Vorteil, wenn man ihn zusätzlich erspielt, weil dann oder zusätzlich bekommt, weil man mit den gleichen Charakteren sich einander noch besser aufleveln kann. Aber dazu etwas später. So,
Hier seht ihr, dass hier sind die Level etwas gewaltiger. Hier gibt es dann auch, dann gibt es hier Explorer, Naval Base, hier Zorro, Master of Sword. Und Corby's Resolve. Und hier ist natürlich Showdown, Accent Morgan. So, ach, weißt du was? Wisst ihr was? Wir spielen das einfach mal ganz kurz. Hier kann man sehen, Select Helper. Da werden mir vorgeschlagen verschiedene andere Mitspieler, also wirklich echte Mitspieler, die mit ihrem oder ihren Kapitän eben halt dort haben. Wo Friend steht, die habe ich schon mal als Partner benutzt. Ich kann sie eben halt auch dann in meine Freundesliste aufnehmen und so bekomme ich Freundespunkte. Wenn man genügend Freundespunkte sammelt, kann ich einfache Charaktere mir suchen oder bekommen. Dazu komme ich aber später, weil das ist unter dem Punkt Travern. Aber dann spielen wir jetzt einfach mal. Ich nehme mal Diener. Der ist schön stark. Deswegen geht das Level dann auch recht schnell. Wie ihr seht, meine ganze Crew oben. Ich habe die Mary, also das Schiff der Strohhüter, ausgewählt. Hier sind die Schiffskräfte. Man kann hier sehen, dass mir dadurch Lebenspunkte und Angriffspunkte, Angriffspunktfaktor zugestellt wird. Hier kann man bei Power gucken, also Powers, da können zusätzliche Fähigkeiten freigeschaltet. Die sind hier jetzt noch nicht aktiv, sonst wären sie eben halt auch heller. Hier sieht man, ab wann sie sich freischalten, ab welchem Level und mit welcher Wirkung. So, ich kann natürlich auch die einzelnen Charaktere mir angucken. Ich kann, wenn ich möchte, mehrere Crews zusammenstellen und zwischen denen wechseln. So, aber wir nehmen diese Crew, die ich gerade ausgewählt habe. Ihr seht, so Showdown. Unten kommt nochmal so ein Charakter, der was sagt. Und es sind einige Kämpfe, dass ich muss. Hier sind die verschiedenen Charaktere. Der Friend ist immer oben links. Und man muss einfach auf die Figuren klicken. Ich kann auch auf die Figuren des Gegners klicken. Da kann ich selbst manuell umwählen, welches Ziel ich haben möchte. Wenn ich auf die Charaktere, meine Charaktere klicke, kann ich Informationen über sie einsehen. Welche Wirkung sie haben im Angriff und so weiter. Und welche Specials und wann sie Specials haben. Denn unten ist eine Zahl. Nach so und so vielen Runden wird die Spezialfähigkeit freigeschaltet. So, und hier seht ihr auch verschiedene Sachen, wie zum Beispiel physischer Angriff, Defense, S wäre jetzt für Stärke. Wenn ihr da so ein Fleisch seht, das bedeutet einfach, dass man damit Lebenspunkte auffrischen kann. So, dann fangen wir mal an. Ich drücke jetzt einfach, beziehungsweise bitte bedenkt, dass ich jetzt sehr stark bin. Dadurch wird das mit einem Angriff werden die ganzen Person sein. Ich habe es nicht schnell genug hintereinander gedrückt, somit hat der Gegner mal seinen Zug bekommen. So, jetzt drücke ich hier nochmal. Muss im Anschluss dann auch drücken. Wenn man rechtzeitig drückt, dann ist auch so ein zusätzlicher Bonus im Angriff freigeschaltet. So, dann spielen wir einfach mal ganz kurz. Ich drücke einfach mal so ein bisschen auf die Figuren. Ihr seht hier so einen Powerkranz rum. Wenn der zusammengeht und ich in dieser Zeit noch drücke, bis er zusammengegangen ist, bekomme ich einen bestimmten Wert. So, das ist jetzt great. Das ist auch great. Ne? Da habe ich zu spät. Ach, schon wieder zu spät. Wenn man perfekt hat, levelt sich eben halt der Angriff etwas auf. Das war jetzt zu früh. Lohnt sich natürlich nicht, die Charaktere sind nur besiegt halt. So, Captain Morgan fängt auch an, in der ersten Runde gleich anzugreifen. Ach nee, noch kämpft er nicht, aber er kämpft auch und kann meine Spieler sozusagen blockieren. Ich will mal sehen, ob ich das hinkriege, was ein bisschen schwierig ist. So, da kommt das jetzt. Jetzt wählt er einen Charakter aus. Und hat Nami bei mir gefesselt für eine Runde. Das heißt, eine Runde fällt sie mir aus. Ist aber gar kein Problem, ich habe in zwei Runden besiegt. Oben seht ihr noch eine kleine Tafel hier. Und zwar die verschiedenen Stärke,
Defense oder auch Energiekraft, verschiedenen Farben der Angriffskräfte, und entsprechend mit den Pfeilen versehen sind sie gegeneinander besser einzusetzen. Das heißt, Stärke S ist gegen das Grüne, mit D Defense gut anzuwenden, D gegen Blau, Blau gegen Rot oder eben Orange gegen Lila und Lila gegen Orange. So, hier wird mir dann immer noch ein schöner Tipp gegeben, jedes Mal, wenn ich beendet habe. Und dann wird natürlich mein Reward, hier bekomme ich Geld, Experience Points, so und so viel noch bis zum nächsten Level Überschwung. Und diese Charaktere haben ihre beim Sieg ein Wanted Poster fallen lassen. Das heißt, ich habe die jetzt in meinem Pool drin und kann sie entweder zum Aufleveln benutzen oder auch eben zum Kämpfen. Und dem Freund, damit ich mich bedanke, mache ich einfach okay, dann bekommt er auch Punkte. So, dann gehen wir mal zurück wieder zur Übersicht. So, was liegt hinter Shelltown? Orangetown. Die Stadt, in der wir Bucky den Clown besiegen müssen. So, also wie im Comic hat man dann verschiedene Nami, hat sie in die Falle gelockt. Man sieht immer irgendwo, oder man sieht durch diesen hüpfenden Pfeil, an welcher Stelle so die Handlung spielt. Das ist sehr gut nachempfunden nach dem Film, finde ich. Das ist optisch sehr nett. Und dann kann man auch immer sehen hier von den Titeln her, man schaltet natürlich pro Runde das Reiter dann frei, dass man eben die verschiedenen Gegner, also da sind auch die ganzen, ja, man hat Mochi mit dem Löwen, Richie zu bekämpfen, man hat Kawachi, den Jongleur, und natürlich am Ende selbst Buggy zu bekämpfen. Ab und zu wird dann auch angezeigt, ob es einen Bonus zu gewinnen gibt, wenn man das Level schafft, wie zum Beispiel eben ein Rainbow Gem. So, hinter Orangetown liegt Syrup Village, Lysops Heimat. Da müssen wir einfach vor den Black Cat Piraten die Insel beschützen und natürlich Kaya, Lysops, kann man sagen, Freundin. Und da gibt es eben Captain Kuro bzw. Captain Black im Deutschen, den man dann besiegen muss, oder die Siam-Zwillinge beziehungsweise auch Jaco, den Hypnotiseur. Nächste Insel, was haben wir da noch? Als nächstes kommt das Barati, logisch, muss auch kommen. Das ist da, wo wir im Endeffekt dann Sanji finden werden und ihn dann in unsere Crew aufnehmen und gegen den Captain Don Creek kämpfen. Hier sieht man noch diese kleine Insel, da trifft man ja die beiden Piratenjäger Josaku und Johnny. Auch das ist eingebunden und auch sehr lustig. Hier steht jetzt Drop mal 2, das heißt, man hat eine gute Chance, dass die Charaktere was fallen lassen. Am Ende dieses Levels ist dann Sanji in der Crew. Ja, nach dem Barati logischerweise folgt Arlong Park, das heißt die Geschichte um Nami. Wir müssen gegen den Haifisch-Menschen, also gegen die Fischmenschen kämpfen und Namis Stadt befreien. Am Ende ist sie natürlich auch in unserer Crew. Das sind wie viel? Ihr seht ihr, das sind sogar 15 Level, die man dort bestehen muss. Das ist sehr umfangreich, aber auch sehr fordernd. Die Gegner werden mit zunehmend stärker, je näher man sich auflevelt, natürlich ich jetzt mit 57 oder mit Level 57 und mit sehr hochgelevelten Charakteren bin natürlich ein wenig zu stark, glaube ich, das ist geworden für dieses Level. So, jetzt gehen wir zurück. Was kommt danach? Es kommt Lockdown. Lockdown, die Stadt kurz vor der Red Line, um auf die Grand Line zu wechseln. Dort treffen wir die neue Piratin Alvida und Buggy erneut, sowie Captain Smoker und Tashigi. All diese Level sind auch, ja, alle diese sind in Level zusammengefasst. Das
ist auch ein bisschen herausfordernd, vor allem weil hier auch etwas stärkere Gegner zum ersten Mal auftreten von Seiten der Marine, wo man wirklich ein bisschen taktisch vorgehen muss. So, bald haben wir auch schon das erreicht, wie weit ich gekommen bin, denn hier kommt jetzt die Red Line, wie ihr seht. So, es muss auch geladen werden, der nächste Abschnitt. Und dann sind wir am Twin Cape. Dort wacht Laboom am Leuchtturm. Wir müssen Laboom retten und kämpfen gegen Miss Wednesday und Mr. Wer war das? Na egal. Das habe ich jetzt auch gerade vergessen. Aber wir müssen gegen die ersten Gegner der Barockfirma kämpfen. Es beginnt im Wal, wie ihr seht, und dann legt sich die Handlung außerhalb. Ich kann sagen, Laboom ist ein schwerer Gegner, denn er hat auch Special Moves, und wenn der eine Special Move zufällig kommt, dann ist die gesamte Lebensleiste weg, und da kann man auch schon sehr hochgelevelt sein. Die ist trotzdem weg, weil er, glaube ich, um die 30.000 Lebenspunkte dann klaut, und ich habe auch jetzt schon hochgelevelt, gerade mal 7.000 bis 9.000. Je nachdem, es variiert auch, was für ein Gast man in seine Runde nimmt. Oder seine Krone aufnimmt für den jeweiligen Kampf. Entsprechend können die Lebenspunkte ein bisschen variieren. Oder auch welche Voraussetzungen herrschen. Nach Twin Cape geht es weiter nach Whiskey Peak, die Kopfgeldjägerinsel, wo wir auf die Barockfirma treffen. Oder die ganzen Säuren. Hier seht ihr, ich bin auf Stage 4, da bin ich gerade stehen geblieben. Hier oben ein Rainbow Gem kann man bekommen, wenn man dieses schafft. Luffy taken hostage. Ruffy ist gefangen genommen und ich muss sie befreien. Zurzeit sind die Level sehr günstig, weil sie eben halt nur die Hälfte von Stamina-Punkten kosten. Oben seht ihr, ich habe jetzt 45. Die Zeit läuft ab. Immer alle 5 Minuten bekommt man wieder einen Punkt. Das heißt, wenn man nach einer gewissen Zeit spielt, ist man wieder aufgelevelt. Oder wenn man ein bisschen wartet, manchmal zwischendurch. So, was folgt nach Whiskey Peak? Ich kann nur eine Vorschau geben bisher. Und zwar, wenn man hier auf den schönen Kompass klickt, dann hat man auch nochmal alles in Übersicht vom East Blue. Da kann man auch ganz schnell sehen, welche Bedingungen gerade herrschen. Hier zum Beispiel Experience Points mal 2, Geld mal 2, dass Gegenstände gefallen werden, die Chance mal 2 und dass hier die Punkte eben oder die Stamina 0,5 ist. Das bedeutet nur die Hälfte an Punkten kosten, wenn man die Level spielt. So, bisschen gescrollt. Die Grand Line Entry Zone. Da ist Twin Cape, Whiskey Peak. Dunkel, ich weiß nicht, ob es direkt zu sehen ist. Little Garden, Drum Island. Dann geht die Geschichte mit Alabasta weiter. Dort ist Monohana, die Rainbase, also die Oasen. Und Albana, also die Hauptstadt. Und dann geht es nach Java. Jetzt bin ich verrutscht. Genau, dann geht es nach Java. Und zwar ist es dann kurz bevor man nach Skype hier aufreist. Und eben halt, das würde dann auch das nächste Level sein. Angel Island, Abayat, das Abayat und die Arche Maxim, wo wir gegen den Gott Enel kämpfen müssen. Grand Line sind die nächsten Level, da Long Island, das der Kampf gegen die Foxy Piratenbande und Water 7, das ist gerade das Allerneueste. Weitergeführt wird es natürlich von Zeit zu Zeit. Es wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis ich überhaupt selbst Water 7 erreicht habe. Mal sehen, was dann ist und ja, welches Level überhaupt dann auch weitergekommen wird. Denn ich denke mal, jetzt müsste ja Inis Lobby kommen. Vielleicht kommt die auch noch, dass man in dem Zug kämpft. Ich lasse mich da auch überraschen. Das ist jetzt erstmal einmal der Inselüberblick. Ich gehe jetzt mal ganz kurz auf Whiskey Peak zurück. Wir haben noch eine Insel und zwar die Extra-Insel. Ganz wichtig, wenn man spielt, immer mal drauf gucken. Da werden ja zeitliche Sonderlevel freigeschaltet. Aber auch Fähigkeiten kann man da erlangen, extra Points. Es ist immer gut, der Bonus abzusahnen, deswegen täglich raufgucken, auch zum Aufrunden. So. Diesmal haben wir jetzt hier
Sonderlevel, und zwar eben halt die Baroque Works. Das heißt, wir kämpfen gegen die Baroque-Agenten wie Mr. Curry. Der versteckt sich dort oben sogar. Hier sehen wir eine Ranke, denn es geht nach Skype hier. Dort können wir auch Bonussachen erwerben. Es gibt hier auch Informationen, weil es kann verschiedene Kampfbedingungen hier geben. Ihr seht Rookie, Veteran, Elite, Expert. Es ist schon fordernd und ist sehr schwer manchmal. Das heißt, man riskiert hier 30 Stamina und verliert vielleicht ganz schnell die. Also es sollte überlegt werden bei manchen Leveln. Es sind Herausforderungen, aber der Bonus ist, man kann Charaktere kriegen, mit denen man seine eigenen aufleveln kann, und Extras und auch Geld und Erfahrungspunkte natürlich. So, hier ist ein Sonderlevel, das gibt auf jeden Fall Geld. Dazu braucht man Schlüssel und Stamina-Punkte. 3 Keys, hier ist es rot. Ich habe gerade 9 Keys hier oben. Die bekommt man von Zeit zu Zeit automatisch. Denn immer wenn man sich einloggt, bekommt man zum Beispiel ein Rainbow Gem. Wie oft man auch, wenn man das macht, also wenn man täglich dabei ist, bekommt man auch Charaktere, verschiedene Extras, um Charaktere aufzuleveln. Also der Anbieter geizt nicht. Ich persönlich habe noch nichts zusätzlich kaufen müssen. Man kann auch nur diese Rainbow Gems wirklich käuflich erwerben. Aber es lohnt sich nicht unbedingt. Wenn man ein bisschen Zeit und ein bisschen Geduld hat, dann ja, schafft man das auch alles alleine eigentlich. Es sei denn, man möchte so viele Charaktere wie möglich freischalten. Wenn man Charaktere freischalten möchte, ja, da komme ich am besten als nächstes zu. Da haben wir die Travern. Einerseits ist hier schön die Werbung, was gerade aktuell ist, dass man hier jetzt eine höhere Chance hat, starke Charaktere zu rekrutieren. Rare Recruit, hier sieht man, das ist der Button, da würde ich dann, kann ich eben halt diese rekrutieren. Dann gibt es so ein kleines Minispiel, dass ich mich mit Ruffy auf eine Insel oder in eine Bar schieße und entsprechend durch Zufall wird mir ein Charakter zugeteilt. Das kostet mich 5 Gems, also 5 Rainbow Gems. Das heißt, diese Charaktere sind nicht so einfach zu bekommen. Hier sieht man auch, Rainbow Gems kann man kaufen. Und dann ist man wirklich im echten Shop. Und das kann man mit Echtgeld. Und dann sieht man hier, 6 Rainbow Gems sind allein 4,99 €. Ich finde das ganz schön teuer. Denn ich habe mittlerweile auch schon viele bekommen, aber ich musste sie nie kaufen. Geduld ist alles. So. Gleiches gilt auch für... Oder wenn ich absolut kein Stamina mehr habe, also hier komplett auf Null bin, ich will weiterspielen, kann ich sie für ein Rainbow Gem aufladen. Muss ich nicht machen, bisschen Zeit mitbringen jetzt. Wichtiger finde ich hier Expand Character Box. Kommt auch automatisch, wenn die Character Box voll ist, wird es jetzt einem erzählt. Kann man für ein Rainbow Gem 5 neue Slots kaufen. Ich habe jetzt gerade 90 Slots. Es klingt so, als ob man das nicht braucht, aber durch die ganzen Extras, gerade die zum Aufleveln oder auch eben halt die Figur weiterzuentwickeln, damit sie noch stärker wird, sollte man manchmal sammeln, weil es ist nicht einfach, ja, einfach ist es sowieso nicht, aber jeder Charakter muss eben voll aufgelevelt sein. Das kann man Zeit kosten, gerade wenn Charaktere 99 Level haben, was ich zum Beispiel bei Ruffy noch nicht geschafft habe und das bestimmt schon seit einer Woche versuche hochzuleveln. Das heißt, ich versuche, ich level ihn immer ein bisschen hoch, habe natürlich auch andere Charaktere, aber eine gute Woche spiele ich bereits in diesem Charakterzustand. Da muss man aber auf jeden Fall ein Rainbow Gem investieren. Es lohnt sich mit der Zeit, denn man möchte ja auch die Sachen behalten. Ansonsten werden hier noch ein paar Informationen gegeben, wie es so allgemeine, ja, was gerade so an Aktionen ist. Ich erkläre einfach mal weiter bei Other. Da kann man Informationen über Spiel, ein bisschen Hilfe bei, ja, Art Guide für
ja, fürs Spielen, für Informationen. Aber ich muss sagen, ich bin da auch nicht ganz so schlau draus geworden. Ich habe ein bisschen Learning by Doing gemacht und so bin ich eher hintergekommen. Und warum ich jetzt hier ein bisschen vielleicht auch stottere manchmal und überlege, ich mache das jetzt alles ganz spontan. Ich rede gerade, wie mir gerade der Sinn kommt und wie mir das einfällt. So, auf Friends. Auch nicht schlecht. Hier haben wir die Freundesliste. Mit diesen Freunden habe ich schon mal zusammen gekämpft. Ich verstehe auch noch nicht alles. Die haben teilweise ein Kopfgeld und haben verschiedenen Wert. Was das bedeutet oder welchen Einfluss das hat. Ich glaube, das hat jetzt im direkten Einzelspiel nicht eine Bedeutung. Und erst im Freundschaftsgame. Man kann auch gegeneinander kämpfen. Ich habe es selbst noch nicht gemacht. Da kann man auch verschiedene Goodies gewinnen und Schlüssel und so. Ich muss es mal ausprobieren. Wenn ich es gemacht habe, werde ich auch noch mal ein kleines Video davon machen oder euch erzählen. Hier kann man auch die E-Mails abrufen, die man bekommt. Hier sind oft von den Admins wichtig, immer einmal reingehen, auch angucken und auf OK drücken, weil dann, nur dann erhaltet ihr die Gegenstände, die hier drin stehen. Ihr müsst also hier OK drücken, danach könnt ihr sie löschen. Aber ganz wichtig, sie einmal wenigstens angucken. So, okay. Ich gehe nochmal zurück. Da kann ich Freunde suchen und hier hat man noch ein Ranking. Da ist man bei Sharky. So, ich klicke mich da mal durch. So, da kann man dann... Oh, ich habe das auch noch nicht so oft gemacht. Hier sieht man dann, dass man Highscore bekommen kann, wenn man jetzt eben halt ein gewisses Level spielt. Aber ehrlich gesagt, ich will es gar nicht spielen. Jetzt sofort, weil ich auch... man spielt jetzt hier gegen die anderen Charaktere. Und ja, ich habe es noch nicht gemacht. Wenn ich es mache, halte ich euch auf dem Laufenden. So, wir gehen jetzt auf Crew. So, hier haben wir viele wichtige Felder. Voyage Log, wie gesagt, kann man die Geschichte und Informationen über die Charaktere besser einsehen. Shipyard, unser Hafen. Dort die Schiffe, die wir erspielt haben. Ich habe jetzt die Mary ausgewählt. Hier kann man sie upgraden. Das tut man mit Cola-Dosen. Ich habe zurzeit 2. Mein letztes Upgrade würde 9 Cola-Dosen oder Cola-Flaschen kosten. Entsprechend hat sich meine Abilities, also die Fähigkeiten, die mir dadurch gegeben werden während des Kampfes, erhöht und ausgestaffiert. So, der Spieler fängt mit diesem Ruderboot an. Das habe ich auch nur kurz aufgelevelt, aber ich habe dann relativ schnell die Mary bekommen und habe da dann weitergemacht. Hat auch eben halt Recovery-Punkte, das heißt, der Captain bekommt mit jedem Boost auch noch Lebenspunkte zurück. Inzwischen habe ich auch ein Marineschiff erspielt. Ich habe es jetzt nicht abgegradet. Da wird mein Angriffskampf auf jeden Fall erhöht. Und die Baratie, beziehungsweise, ja, es ist die Baratie, die hat einen Boost von Lebenspunkten, der natürlich auch nicht schlecht ist. Ich habe aus traditioneller Gründen und weil ich einfach, ja, ich möchte einfach mit der Mary rumsegeln, deswegen habe ich die erwählt. So, wir haben hier oben Sell, damit kann ich Charaktere verkaufen, weil es gibt einfach auch, irgendwann sammelt man Charaktere ein, die einfach zu wenig Punkte haben zum Aufleveln und das Aufleveln mir einfach dann zu viel kostet, denn auch umso höher die Charaktere steigen im Level, desto teurer ist auch das Aufleveln. Und wenn man dann nur ein paar Levelpunkte bekommt, lohnt sich das nicht unbedingt. Deswegen kann man sich hier verkaufen. Andererseits, auch wenn die Charakterbox voll ist und man Platz schaffen möchte, kann man auch verkaufen. Entwolf ist, ich kann einmal drauflegen, Figuren, die nächste Stufe erreichen. Das heißt, noch stärker werden. Ihr seht, die jetzt heller leuchten, dessen Gegenstände, ich mache ja hier auf Miss Valentine einfach mal klicken, die habe ich eingesammelt und kenne ich. Also beziehungsweise ich habe sie eingesammelt und kenne. Kennen bedeutet, man hat sie schon einmal getroffen, diese Gegenstände. Auch wenn da eine 0 steht, das muss immer mindestens eine 1 stehen, dann kann ich sie aufleveln. So, ich sehe es Level 24. Das ist jetzt noch ein bisschen wenig, weil hier muss immer Max stehen. Dann kann ich auch Envolve machen. Das kostet mich 7000 Belly oder Berry. Hier steht Kost 15. Das bedeutet einfach nur, das wäre jetzt die Steigerung von diesem zu diesem, wenn ich sie weiterentwickle.
Das ist wichtig, wenn ich mir meine Mannschaft zusammenstelle, denn meine Mannschaft darf nur so und so viele Punkte beinhalten. Jetzt kostet sie derzeit 11 Punkte. So, wir gehen hier zurück. Ihr seht hier noch andere, die etwas ja, matter zu sehen sind. Also die drei, die Blinken und Shopper, die Kämpferin hier. Man kann auch die Nebencharaktere aufleveln, aber die haben nach einem Aufleveln auch meistens dann Schluss. Hier sieht man ja die Gegenstände und dann wird die Figur etwas anders, aber viel passiert dann auch nicht mehr. Ein anderes Charakter-Artwork gibt es dann auch. So, ich habe hier jetzt zum Beispiel Vivi. Vivi hat hier noch ein Fragezeichen. Das bedeutet, irgendein Gegenstand habe ich noch nicht getroffen oder um sich eben halt weiterzuentwickeln, habe ich noch nicht gefunden. Das können Gegenstände sein, die man bekommt, aber es kann auch solche sein, die einfach als Gegner auftauchen. Wenn sie dann einfach ihre Wanted-Poster fallen lassen, habe ich sie in meinem Bestand und kann sie zum Aufleveln benutzen. So, das ist natürlich, hier sieht man aber auch Special Level Max, das heißt, ihre Spezialfähigkeit ist schon Maximum, die kann man überhaupt nicht aufleveln, denn jeder hat ja auch eine Spezialkraft. Aber hier kann ich nichts weiter machen. Wie das selbst funktioniert mit den Spezialkräften, bin ich noch ein bisschen überfragt, denn irgendwie habe ich das noch nicht hingekriegt, auch bei den großen Charakteren, ich bin immer damals noch Level 1. Ich bin da noch am Rätseln. Und hier seht ihr jetzt, wie Lysop sich evolutioniert oder sich weiterentwickelt, indem ich die Punkte und auch die entsprechenden Upgrades habe und aktiviere. Auf jeden Fall, da wird weiterentwickelt, verkauft. Ich gehe noch mal einmal kurz rein. Dasselbe, ich kann jede Figur anklicken. Abgesehen jene, wo ein Sternchen ist, denn die habe ich fixiert, so dass ich nicht aus Versehen diese verkaufe. So, Edit Crew, hier stelle ich mir meine Crew zusammen. Ich kann 8 verschiedene Crews zusammenstellen, unter denen ich dann variieren kann, je nachdem, wie ich möchte. Die Crew kann maximal 74 Punkte kosten. Meine kostet jetzt 61. Umso stärker sie werden, umso mehr Punkte übernehmen sie ja auch. Ich kann hier gucken, wenn ich drauf drücke, welche aktiven Powers oder Kräfte zusätzlich da sind. Das ist ab 4.0 neu gekommen, deswegen bin ich noch nicht so erfahren, was das bedeutet. Bei mir sind ja alle grau, das heißt, alles noch nicht aktiviert. Tandem, auch ganz wichtig. Kann man sehen, welche 3 Charaktere oder 4 Charaktere zusammenarbeiten. Hier sieht man, die 3 arbeiten zusammen. Die 2 habe ich nicht in meinem Fundus, ich habe die jetzt nicht, diese Art der Figur, also dieses Figurenlevel habe ich nicht mehr, weil bei mir ist Lysop und auch Zorro schon eine Stufe weiter. Dadurch kann ich dieses Tandem, diese Sonderkombination, um noch stärkeren Angriff zu wagen, nicht machen. So. Hier kann man ganz schnell, hier kann ich alles wechseln, abgesehen vom Schiff. Kann ich auch drauf drücken, dann sehe ich die Fähigkeit. Und einmal kann ich kicken, ich kann den Kapitän austauschen auch, was manchmal auch ganz hilfreich ist. So. Als nächstes gucke ich mir einfach mal die Charakterbox an. Hier könnt ihr sehen, all meine Charaktere, die ich habe. Wie jetzt Ruffy, Chopper, Zorro, Nami. So, ab hier, ich fange nochmal vorne an, weil hier oben seht ihr auch noch Zeichen. Das Sternchen, wie ich schon erwähnte, heißt nur, dass ich den Charakter fixiert habe. Hier sieht man aber eine Faust oder dann kommt später hier ein Messer. Das sind verschiedene Fähigkeiten, Angriffs-, Verteidigung, Nahkampf, Fernkampf oder eben Heilung. Und hier zum Beispiel gibt es eine Pistole, das heißt, die schießen. So, Lysop, wissen wir ja, hat seine Schleuder. Neu bedeutet der Charakter, den habe ich beim letzten Mal erspielt. Das ist jetzt ein Marinesäuer, den würde ich natürlich dann später verkaufen. Ich kann hier auf Favorisieren. Wenn ich dann einmal drauf drücke, dann habe ich ihn mit dem Sternchen versehen, dann ist er fixiert. Dann kann ich ihn nicht mehr löschen, aber das will ich nicht. Also anfavorisiere ich ihn hier. Hier kann ich natürlich auch Details angucken, wie der Preis, Angriffspunkt, Level und so weiter. Und ich kann mir das Foto und die Daten. Aber wenn man einmal draufgegangen ist, ist auch das neu erloschen. Danach kommen hier, sieht der Schildkröten und auch dieses Schwein, was ich erspielt habe. Das sind Booster, die haben Punkte, um meine Charaktere aufzuleveln. E
steht für Evolver, also sprich für die, die die Charaktere evolutionieren, das heißt die nächste Stufe erreichen. Da habe ich eine ganze Menge erspielt und ersammelt, vom Hummer über Pinguine, Krabben, Seepferdchen, dann gibt es auch so Rainbow-Seepferdchen, die habe ich zum Beispiel von bekommen, weil ich so und so oft mal, ich glaube, ein paar Tage, fünf Tage hintereinander eingeloggt war und so weiter. Hier unten, das ist jetzt ganz neu mit 4.0 gekommen, zusätzliche Kraftpower, das heißt, ich habe jetzt Angriffspower, Verteidigung oder auch Heilungspunkte, die mir dann zusätzlich geben, das kann ich mit Charakteren verbinden und die werden dadurch stärker. Oder spezielle Manuals nennt sich das. Das sind charakterspezifische Fähigkeiten, wo ich die Kräfte des einzelnen Charakters erhöhen kann. Wenn ich jetzt also hier zum Beispiel, ich will Details, wenn ich jetzt hier die Manschmannstonnen von dem König aus Drum habe, oder wenn ich den Charakter eben halt ja, erspielt hätte, dann kann ich mit diesem Manual ihn hochleveln und dann würde ich auch seine Fähigkeiten, seine Kräfte verstärken. Ansonsten ist es ein normales Booster-Pack. Es gibt mir 5000 Punkte, wenn ich meine Figur hochbooste. Es ist noch neu. Ich muss selbst auch noch sehen, wie das alles funktioniert. Power-Up, ganz wichtig, das ist das. Hier mache ich meine Figuren hochpowern. Ich gehe zum Beispiel mal auf Ruffy. Ihr seht, Next Level 721 Punkte. Ich bin natürlich sehr hoch. Das heißt, ich habe schon über 10.000 Punkte gehabt. Hier kann man sehen, diese Fähigkeiten habe ich speziell freigeschaltet. Ich kann sie leider nicht vergrößern, das geht nicht. Hier habe ich 4 von diesen Zuckerwatte eingesetzt, das heißt 4 Sonderkraftpunkte habe ich ihm verpasst. So, wenn ich ihn hochleveln will, drücke ich auf Plus. Ich wähle jetzt den Charakter aus, der bringt jetzt hier, ich mache es jetzt einfach mal 750 Experience Points, kostet mich 6700 diese Erweiterung, das meine ich mit. Man überlegt sich da schon, ob sich das lohnt oder ihn wieder verkaufen. Hier sieht man, das ist genauso wenig. Es lohnt sich eigentlich gar nicht. Ich mache es jetzt nur, um es zu zeigen, da es mich 13.000 kostet. Ist schon sehr viel Geld. Ich mache ein Power-Up, ihr seht. Wie genau genommen. Jetzt bin ich natürlich ein Level hoch, aber das nächste Level kostet mich 42.000 Punkte. Das ist natürlich eine lange Zeit. Und wenn du gerade mal 750 von so einem Charakter kriegst, setzt man auch sehr viel Geld ein. Auf der Extrainsel gibt es am Wochenende immer so eine Jewel Stage. Da kann man sehr viel Geld zusätzlich machen in Kämpfen. Ich habe das ganze Wochenende über teilweise nur gespielt und nicht das Hauptlevel. Das lohnt sich wirklich, weil man kann sehr viel Geld machen und das ist zum Aufleveln natürlich sehr, sehr praktisch. So, wir machen sozusagen einen letzten Stopp jetzt. Ich will noch mal ein bisschen zocken, sage ich mal fast. Wir gehen auf eine Level Stage. Ich wähle jetzt nämlich Whiskey Peak, weil ich das jetzt noch nicht. Ich mache erstmal gleich bei Twin Cape ein Level spielen. Aber ich rede ja einfach frei, wie mir gerade ist. So, was spiele ich jetzt da? Showdown Mysteries Woman. Kostet mich 9 Stamina. Wird 7 Battle sein. So, ich wähle mir. Ich habe am liebsten mit den Kämpfern, also das, wenn das rote S ist, den Striker zu tun. Ich nehme jetzt mal den, der Level 51 hat. Die 3 dort ist also, er hat 3 zusätzliche Kräfte. Wähle, hier sieht man 3 verschiedene Kräfte. Ich mache Select. Das entsprechend erhöht sich dann auch immer die Angriffskraft. Hier sieht man, dadurch, dass ich den als Zusatz genommen habe, verdoppelt sich meine meine Stärke bei den Strong-Charakteren, also allen, die roten Punkte haben. Das ist bei mir aber nur mein Ruffy als Kapitän und der Freund. Ansonsten habe ich meine bekannte Crew und dann spielen wir jetzt mal. So, 7 Kämpfe wird es geben. Hier wechsle ich jetzt. Ich sehe, die haben 3, in 3 Runden greift an, der in 2, der in 1. Der kann auch noch eine zusätzliche Kraft auf mich legen. Wisst ihr was? Ich spiele das jetzt mal so. Die habe ich sowieso mit einem Zug erledigt. So, ihr seht, mit Doom ist, wenn man alle spielt. Jetzt bindet er mich, er fesselt mich, und zwar alle, die stark sind, für 2 Runden. Das ist natürlich nicht so schön, das heißt, ich muss mit denen, und dadurch, dass ich diese Sonderattacke mache, dass ich auch diese zusätzlichen Punkte habe, kann ich ihn zusätzlich besiegen. Das kann er. Deswegen hätte ich ihn jetzt als erstes angegriffen.
Der andere Charakter, den ich besiegt habe, hat ein Wanted Poster hinterlassen. Das heißt, ich habe den bei mir im Pool und kann ihn zum Aufleveln benutzen. So, wir spielen einfach mal weiter. So, gleich ist Ruffy, meine Ruffy ist wieder frei, sodass ich die zum Angriff nutzen kann. Ich bin natürlich schon so stark, dass er auch nicht so viel Damage hinterlässt. So, ihr seht, ich habe ihn jetzt in 2 Runden besiegt. Das sind einfache Charaktere, es wechselt sich so ein bisschen immer ab. Das ist praktisch, so kann man so ein bisschen überlegen. Manchmal muss man auch ein bisschen Runden rauszögern, wenn man höher aufgelevelt ist, damit man eben halt seine Spezialfähigkeiten nutzen kann. Denn gerade bei so größeren Gegnern wie Laboom oder auch, also überhaupt diese Endgegner, die erfordern, dass man seine Spezialkräfte nutzt. Schildkröten zum Beispiel, freut man sich immer, wenn sie ihr Poster hinterlassen, ist bei mir jetzt nicht der Fall, aber sind auch ganz praktisch, werden nie so viele Angriffspunkte haben. Hier zum Beispiel muss man auch strategisch vorgehen, denn die kämpfen und können mich fesseln in der ersten Runde, das ist nie gut. Deswegen am besten gleich besiegen, der würde meine starken Charaktere wieder fallen lassen oder fesseln und das kann ich mir nicht leisten. So. Der greift gleich an und der wird in 2 Runden, das heißt, ich wechsle schnell den Charakter, damit ich besiegen kann. Na, habe ich in der Runde nicht besiegt, aber das habe ich gleich. So, ihr seht, den habe ich jetzt in 2 Runden besiegt. Jetzt geht der 4. Kampf los. So, ich werde jetzt bei der Krabbe, die ist besser gepanzert, da wird es ein bisschen dauern. Die zögere ich ein bisschen raus, die Kämpfe, damit ich zum Ende hin meine Fähigkeiten haben werde. Also die Spezialfähigkeiten. Wenn er mich angreift, wird er kaum was haben. Ich drücke schön diese Tasten mit, oder beziehungsweise lasse mir jetzt die Energie wiedergeben, so bin ich aufgelevelt. Ihr seht, der zieht nicht viel ab. Und jetzt pausiert er 7 Runden. Das ist praktisch. Wenn es hier so blinkt, dann haben sie sozusagen die beste Kombination. Ich habe einen Charakter für Angriff. Er hat gerade jetzt seine Fähigkeit, also wechselt hier schon mal die verschiedene Angriffsart. So hat man natürlich einen verstärkten Angriff, wenn die Farben identisch sind. Oder die Angriffe. Ich nehme jetzt erstmal nur die 3, die etwas schwächer sind im Vergleich, weil bei mir Zorro und die beiden Ruffys sind mit die stärksten. Und so zögere ich raus. Jede Spezialfähigkeit von den Charakteren, die ich ausgewählt habe, ist praktisch. Ruffy hat einen direkten Angriff. Nami hat einen direkten Angriff. Lysop würde den Angriff etwas herauszögern. Die Runden kann um 3 mittlerweile die Runden nach hinten verschieben. Nojiko ermöglicht mir, mich wieder zu heilen, hat sehr viele Punkte. Und Zoro hat einen Flächenangriff, was auch sehr praktisch ist. So, ihr seht. Gleich kommt Max. Ich habe das Maximum von Lysop erreicht. In der letzten Runde gleich besiegt, so gehört sich das. 5. Runde, die machen wir auch wieder gleich fertig. So, das geht nicht so schnell, wie ich gewünscht hatte mir. Aber ist auch nicht so schlimm. So, Nojiko ist jetzt voll mit dem Special vollgeladen. Habe ich 6. vorletzter Level. So, hier wechsle ich auch wieder auf diesen Charakter, damit er mir ja nicht die Sonderfähigkeit oder die Fähigkeiten nimmt. Er hat ein silbernes Plakat hinterlassen, das heißt, ich habe diesen starken Charakter in meinem Pool.
So, die greift mich an, aber die nehmen mir nicht so viel Energie weg. Das macht nichts. Ich habe eh noch ein paar Runden, bis die Spezialkräfte bei mir da sind. So, das habe ich jetzt besiegt. Jetzt geht's zum Boss. Ihr seht Miss Wednesday und zwei andere Charaktere. Damit die nicht gleich angreifen, nehme ich die Spezialfähigkeit von Lysop. Ich brauche damit nur drauf einen Touch zielen und ein bisschen hochziehen. So, und jetzt sozusagen aktiviert. Ihr seht, eine Uhr hat sich und jeweils um 3 Runden nach hinten verzögert. Das ist super. Ist praktisch. So, er braucht wieder 15 Runden, aber ich will jetzt nochmal 2 Runden. Das schaffe ich natürlich jetzt locker. Ich mache jetzt mal einfach nicht so starken Angriff, damit ich euch die Spezialfähigkeiten zeigen kann. So, ich drücke jetzt noch einmal. So, jetzt sind bei mir die Max. Ich zeige Zoros Flächenangriff. Wenn man einmal rauf hält und noch nicht loslässt, kann man auch schon noch sehen, was der bewirkt. Das zeige ich euch auch nochmal gleich. Ihr seht, den einen habe ich gleich besiegt. Der andere, den hat es ja, schwer erwischt. Den setze ich gleich, oder hier gegen Ruffy. Ich drücke jetzt hier drauf und dann könnt ihr sehen, welche Angriffstechnik er benutzt. Den Gum Gum Twin Jet Pistol oder die Gum Gum Twin Jet Pistole. Und was er mir dem anderen abzieht. Und zwar 25 Mal den Characters Art Angriffspunkte in Strange Damage to One Enemy. Oh Mann, das Englisch heute will mir nicht über die Zunge gehen. War natürlich über 22.000 Punkte, hätte ich nicht gebraucht. Nächste Runde. So, haben wir schon die Hälfte. So, hab auch ein bisschen. Ihr seht jetzt, ein bisschen ist noch übrig. Das heißt, ich muss jetzt die ein bisschen runterkämpfen noch. Mal sehen, ob ich es schaffe, bevor sie mich angreift. Das sieht aber gut aus. Da habe ich sie schon besiegt. So, wieder ein Tipp. So und so viele Punkte habe ich. Und diese hier habe ich neu zum Pool, im Pool zum Aufladen. Und meinen Freund belohne ich da auch nochmal. Das war's für diese Runde. Ja, das war jetzt erstmal mein Blick auf das Spiel One Piece Treasure Cruise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr wünscht, dass ich noch mehr Clips zeige, wie ich noch weitere Stationen oder Inseln erreiche, also Water 7 zum Beispiel oder Enies Lobby wird ja auch irgendwann kommen. Ich zeige euch gerne was davon, vielleicht irgendwelche anderen Eindrücke. Schreibt einfach, wenn ihr etwas sehen wollt, ich versuche es zu zeigen. Oder auch, wenn ihr möchtet, dass ich mal ein anderes One Piece Spiel anspiele und einfach darüber rede. Oder wie auch immer. Ich habe auch noch hier oben zum Beispiel Full Metal Alchemist Brotherhood stehen. Habe ich auch noch nicht gespielt. Ist auch ein Vorschlag. Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Interesse habt, werde ich da auch mal reinspielen und ein kleines Video von machen. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen. Ich freue mich aber auch, wenn ihr einfach mal auf die Brennpunkt-Kino-Seite geht, also www.brennpunktkino.de oder auf meine neue Partnerseite www.shortreview.de, wo Reviews auf den Punkt gebracht werden mit kurzen, knackigen Worten. Also, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.